So, herzlich willkommen zurück bei nicht Postal. Das ist ja das andere Spiel, Fallout 3. Wir haben es in der letzten Folge, hat Amanda uns gesagt, dass unser Vater aus der Vault geflohen ist und unser Freund Jonas umgebracht wurde, weil er eben halt angeblich geholfen hat. Und wir versuchen uns jetzt mal hier auch rauszukämpfen und gucken mal, ob wir aus der Vault rauskommen. Weil es wird auch nach uns gesucht. So, und nebenher laufen hier noch diese ganzen Kakerlaken durch die Gegend, die wir ja vorhin gesehen haben. Das ist Ihr Fehler! Sie und Ihr blöder Vater! Er musste unbedingt abhauen, nicht wahr? Er musste unbedingt alle das Leben schwer machen! Was war das? Ich hammer doch nicht hier rum! Das können wir da rein? Des Doktors ist hier drüben! Er versucht die Wall zu verlassen! Er darf nicht entkommen! Halt die Klappe! Da drüben sind noch mehr! Du hättest nicht versuchen... So, können wir den erledigen? Ja, dann... Oh, wir haben nur noch zwei Schuss, sehe ich gerade. Ob's was bringt. Ja, getroffen und verkrüppelt. Ich wurde getroffen. Gut, dann müssen wir jetzt mal gerade Stopp einmal bitte. Ich möchte meine Waffe auswechseln. Die Gegenstände, das Spiel pausiert dann automatisch. Ich nehme mal das Luftgewehr oder ein Baseballschläger. Da ist ja jetzt quasi Nahkampf. Ja, komm. Das dumme Kind des Doktors ist drüben. Er versucht die Wall zu verlassen. Er darf nicht entkommen. So. Der ist jetzt aber auch tot, oder? Da war ja, glaube ich, jetzt nichts Neues mehr dabei. Wachen! Halt doch mal die Klappe da drin. Wachen! Wachen! Er ist hier drüben! Gut, dann können wir jetzt aber wieder auf die aufs Gewehr wechseln. Mal hoffen, dass wir auch für die Pistole bald wieder Munition finden. Die sind ja erledigt, oder? Ja, sind sie. Nehmen wir das mit. Ja. Und nochmal Kakerlakenfleisch. Oh. Hallo Floyd. Getönte Lesebrille. Die nehme ich doch mal mit. Gucken, die was bringt. Gegenstände, Kleidung. Getönte Lesebrille. Immerhin einen Schadensresistenzpunkt mehr. Also merken, wenn ihr Sonnenbrille oder irgendwas aufhabt, als Brillenträger seid ihr schwerer zu verwunden. Wahrscheinlich durch die Angst, jemand mit einer Brille zu schlagen. Wie wir gerade hier bei dem Kollegen im in dem Zimmer gesehen haben, sind uns jetzt nicht alle Vault-Bewohner freundlich gesinnt oder gestellt. Ich hab doch gesagt, Admin! Ich weiß nicht. Da wollte ich doch hin. Oh. Vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag uns, wo dein Freund ist. Wir müssen mit ihm reden. Wird jetzt auch verhört? Mein Freund! Ich habe mir Sorgen um ihn gemacht. Was hat er überhaupt mit dieser ganzen Sache zu tun? Na, dann holen wir uns. Hat er nichts damit zu tun. Trotzdem muss ich wissen, wo er ist. Ich muss mit ihm reden. Noch einmal. Sie sollten besser den Mund aufmachen. Ach, das ist der Aufseher. Ich glaube, Amata ist dann auch etwas böse, wenn wir den jetzt erledigen sollten. Aufhören! Das reicht, Officer. Sei vernünftig, Amata. Officer Mac mag das ja gefallen, aber mir gefällt's überhaupt nicht. Sag speicher uns, mal grad. Wo dein Freund ist. Wir müssen mit ihm reden. Wenn du glaubst, dass ich ihn verrate, dann kennst du mich nicht sehr gut. Na ja, komm. Gut. Es eilt nicht. Oder dein können wir uns Kumpel hier vorbei? Geht sowieso nirgendwo hin. Da ist er ja. Gleich. Ah. Mein Vater hat. Okay. Ah, jetzt können wir, genau, jetzt können wir hier mehrere Attacken planen. Sieht ja nett aus mit der Lesebrille. Gut, jetzt wechsle ich aber dann doch nochmal auf die, auf den Baseballschläger.
glaube, den hätten wir auch einfacher von hinten erledigen können. So. Genau, und hier geht nämlich der... dieser Taktikmodus auch mit Nahkampfwaffen. Allerdings kann man dann halt nur den kompletten Körper, also die komplette Person anwählen und nicht einzelne Trefferzonen wie bei den Schusswaffen. Gut. Ah, toll, daneben gehauen. Verdammt! Aber wir haben jetzt irgendwie mit dem verkrüppelt oder so, oder die Waffe aus der Hand geschlagen. Okay. Dann gehen wir nochmal in den Modus und zwei. Ach nee, haben wir nur noch einmal. Der ist aber auch schon so gut wie weg. Gut. Und ein kritischer Angriff. Sehr schön. Gut, hast du was Schönes dabei? Nö. Gut, Herr Aufseher. Wachen! Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Ich hoffe, Sie sind hier, um sich zu stellen, junger Mann. Sie haben auch so schon genug Ärger. Machen Sie es nicht noch schlimmer. Nee, komm, das machen wir nicht. Geben Sie mir einfach den Schlüssel zum Büro und das können wir, dann bin ich weg. Wenn Sie Amata noch einmal berühren, werden Sie es bereuen. Die ist immerhin deine Tochter. Ich stelle das Wohl der Wort über alles, auch über meine Gefühle als Vater. Wir dürfen unser Urteilsvermögen nicht durch Gefühle vernebeln lassen. Ich bewundere Ihren Beschützerinstinkt. Gut, ich gebe Ihnen mein Wort, dass Amata für Ihre Taten nicht weiter leiden wird. Na, wenn Sie wirklich um Amata besorgt sind, werden Sie einsehen, wie gefährlich die Taten Ihres Vaters waren. Übergeben Sie Ihre Waffen, um diese gefährliche Situation zu beenden. Es ist nicht nötig, dass Sie wie Ihr Vater zum Verräter an der Wort werden. Haben Sie das zu Jonas gesagt, bevor Sie ihn töten, Zeit zu sterben? Nein. Geben Sie einfach mal den Schlüssel zum Büro. Sie sind ein Mörder und Verbrecher. Waffen abgeben. Wahrscheinlich ist dann das Spiel zu Ende. Ja, komm. Geben wir einfach mal den Schlüssel zum Büro und das Kennwort. Ach, ist das alles? Kann ich dir sonst noch irgendwie behilflich sein? Von mir kriegen Sie gar nichts. Ich sterbe lieber, bevor ich die Sicherheit der Vault erneut in Gefahr bringe. Gut, kommen wir da jetzt irgendwie drum rum, ohne den zu töten? Sparen Sie sich Ihre Scheinheiligkeit. Die Welt ist gefährlich und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, die Vault sicher zu halten. Wachen! Zu Hilfe! Gut, ich wechsle nochmal aufs Gewehr. Wachen! Hilfe! Ja, ist ja gut. Wo ist denn jetzt das Büro? Wachen. Schreibtisch. Vorkriegsgeld. Oh. Ah, das kann man dann in Kronkorken umtauschen. Haben wir hier noch was drin? Ja. Schön. So, den können wir jetzt hacken, so wie es aussieht. Zellentür verschließen. Okay. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ach, nee, eingeben kann ich auch nichts. Ach, da unten auf Power. Er ist hier. Lassen Sie ihn nicht in... Ein Waffenschrank. Ach gut, wir haben endlich mal wieder Schuss für die... Zeigknüppel. Das brauche ich jetzt nicht. Nee, auch nicht. Aber wir haben etwas mehr Schuss für die Pistole gekriegt. Hier. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Ich verziehe mich dann mal wieder. Hier ist zu. Hier waren wir hier schon? Ich glaube ja nicht. Ach, ist das hier, Jonas? Oh. Oh, eine Notiz von Papa. Bringt die was? Wissenschaft plus 5, na. Stimpak packe ich aber mal noch ein. Okay. Kaffeetasse. Dass die Leichen noch nicht mal weggeräumt haben. Oder ist wahrscheinlich erst vor kurzem passiert, dass sie jetzt hier den getötet haben. Ach, und da war Amanda. Gut. Wo geht's hier hin? Öffnen wir dir mal die Tür.
WSAD mit dem Schraubenzieher drehen, Maus die Haarnadel drehen, F-Schloss aufbrechen. Je näher die Haarnadel an der korrekten, optimalen Position ist, desto weiter dreht sich das Schloss, bevor die Haarnadel abbricht. Nur wenn die Nadel korrekt positioniert ist, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Sie können auch versuchen, das Schloss aufzubrechen. Bei Misslingen ist es jedoch dauerhaft kaputt und kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Okay, also ist es dann, ja, funktioniert wie bei Skyrim. Dann versuchen wir es doch mal. Hopp, das ging einfach. Ach, und hier ist das Büro des Aufsehers. Oh, und die haben dann hier vor dem Büro schon erledigt. Gut, das mit dem Computer machen wir gleich. Ich will erst nochmal mit Amanda reden. Also gehen wir aus dem Schleichmodus raus. Ich danke dir. Ich hab doch gesagt, dass mein Vater nicht mehr er selbst war. Ich weiß nicht, was er getan hätte, wenn du nicht gekommen wärst. Kein Problem. Du solltest besser verschwinden. Ich werde versuchen, dich an der Vault-Tür zu treffen. Falls ich es nicht schaffe, viel Glück. Du machst das schon. Okay, hier haben wir auch noch eine Tür, aber ich gehe jetzt erstmal ins Büro und schau mich da um. Oh, ist ja. Vorsicht. Was? Wie? Wo? Hä? Hilfe hier! Ach da. So, Jungs. Einmal. Zweimal. Gut. Gucken, ob das reicht. Habe ich das Luftgewehr noch ausgerüstet? Ich glaube schon. Sonst muss ich gleich auf die Pistole wechseln. Ja. Gut, hat schon mal ein bisschen was gebracht, aber ich nehme lieber die Pistole. So, und dann haben wir hier einmal. Aber wir können noch einmal drauf schießen. Okay. Kopf verkrüppelt. Gut, dann wäre der jetzt aber auch weg. Na, reicht schon? Oh! Das hat gesessen. Gut, für zwei Schuss haben wir es zumindest schon mal. Wir könnten auch auf die Waffe schießen, die dann entwaffen. Allerdings ist die halt schwer zu treffen. Und, ich habe auch nicht vor, ihr unbedingt so zu spielen, dass ich alle am Leben lasse. Also gut, Feuer frei. Gut, das hat schon mal gesessen. Und weg. Dann noch schnell looten. Sehr schön. Und die haben Schuss dabei. Wahrscheinlich die Kugeln, die noch von meiner Pistole da drin stecken. Und einmal zurück. Oh, na toll, direkt vor deinen Füßen erschossen. Und die scheint es relativ locker zu nehmen. Gut. Dann, ach, hier können wir noch ein bisschen ranzoomen. Okay, schauen wir uns nochmal im Büro um. Danko, Aufseher. Und ein Einschussloch. Gut, hier haben wir dann das Terminal. Schauen wir doch mal. Hacken. Auf einige Terminals können Sie nur mit einem Passwort zugreifen. Ist die Fähigkeit Wissenschaft bei Ihnen stark genug ausgeprägt, können Sie versuchen, sich ins Terminal zu hacken. Wenn Sie das richtige Passwort eingeben, erhalten Sie Zugriff auf das Terminal. Geben Sie die falschen Daten ein, wird Ihnen angezeigt, wie viele Ihrer Buchstaben im Passwort an der richtigen Stelle stehen. Sowas wie Gehirnjogging. Sie haben 4 Versuche, um das Passwort zu erraten. Wenn Sie scheitern, wird das Terminal gesperrt. Sie das Passwort erhalten. Der Hackvorgang kann jederzeit abgebrochen und neu gestartet werden. Okay. Dann will ich jetzt aber mal, bevor ich das mache, erstmal den Schrank nochmal anschauen. Da ist nichts drin. Da ist was drin. Oh, eine ganze Menge Schuss. Oh, und das Kennwort. Gut, nehme ich aber noch nicht mit. Ich will erstmal über das Hacken versuchen und wenn es nicht funktioniert, wissen wir ja, wo das Kennwort ist. Dazu ziehe ich jetzt aber nochmal die, habe ich die mitgenommen? Jetzt muss ich leider die Leiche von Jonah, plündern.
und nehme aber die Laboruniform mit. Tut mir leid, alter Freund. Was respektlos. Dadurch verbessert sich allerdings jetzt unsere Sicherheit. Wo waren das jetzt? Laboruniform, genau. Verbessert sich nämlich jetzt unsere Wissenschaft und wir können das Terminal besser hacken. Gut. Abfrage. Wartungsmodus, Debug ausführen. Jawohl. Gut, 4 Versuche übrig. Ach genau, die sind jetzt hier irgendwo drin. Also wir sehen ja, hier sind wir aber hier. Door, Hours. Wir haben, irgendeins von den Wörtern wird es wohl sein. Nose. Here is angry. Also wir haben hier 5 Buchstaben. Wir müssen jetzt mal durchprobieren. Also 1 von 5 ist korrekt. Also wir haben einen Buchstaben an der richtigen Stelle. Dann probieren wir mal Nose. Korrekt, bitte warten, bis das... Gut, dann war das S nämlich an der richtigen Stelle gestanden. Willkommen, Aufseher. Die Sicherheitsdossiers ansehen. Ja, machen wir das noch mal schnell. Ach ne, das sind hier... Ach, der scheint hier so Stasi-mäßig bisschen was erledigt zu haben. Wenn Butch und seine in Lederkleidern Verbrecher Amata noch einmal ansprechen, bekommen sie Ärger mit mehr als nur ihrem giftigen Lehrer. Ihre Dienste waren zugegebenermaßen gelegentlich nützlich, doch langsam werden sie unbeherrschbar. Wenn Hunde wild werden, muss man sie erschießen. Das werde ich Butch bei unserem nächsten Treffen in Erinnerung rufen. Okay. Können wir irgendwie zurück? Da unten vielleicht? Ne, ich wollte mich jetzt nicht ganz abmelden. Ich wollte einfach nur zurückgehen. Ich klicke die jetzt mal durch. Wer sie lesen will, kann ja dann auf Pause drücken. Ich wusste, kann ich jetzt nicht hier irgendwie zurückspringen? Ah. Jonas. Dann haben wir noch Amata. Einen kleinen Eintrag darüber. Okay. Gehen wir zurück. Dann die Spähberichte. Das wird auch wahrscheinlich eine Menge sein. Wie gesagt, kurz auf Pause drücken, dann könnt ihr es in Ruhe durchlesen. Ist mir jetzt doch etwas zu viel. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das jetzt wirklich für alle machen sollte. Ach, da haben wir hier so ein... Okay. Anleitungen. Okay. Versiegelte Befehle. Bla bla. Okay. Anhang hätten wir noch. Okay, gut, dann können wir jetzt endlich mal den Tunnel öffnen. Wird geöffnet. Erfüllt, super. Okay. Dann packen wir das Kennwort mal nochmal ein. Der Tunnel... Ach, nee, Moment. Ah, okay, ein Geheimgang. Interessant, aber ich sag erstmal noch Amata Bescheid, oder? Na, das machen wir in der nächsten Folge. Ich setze hier nochmal einen Schnitt. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei.
Und dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um und dann geht's aber auch endlich hoffentlich mal raus aus der Vault. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ciao, ciao.